Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Train Sim World 4 und drehen mal wieder eine Biege, was wir aktuell viel zu selten machen, bedingt meiner nicht vorhandenen Zeit. Von daher freue ich mich umso mehr, dass es hier mal wieder klappt, wenn es dann auch nur eine kurze Tour wird. Und yo, ich habe mal wieder Zugansagen vorbereitet. Mal gucken, ob und wie das Ganze funktioniert. Also, ab zu den Zügen via Streckenauswahl, rauf auf die Hauptstrecke Rhein-Ruhr via Fahrplan mit der Baureihe 425. Und wir fahren im RB 33 von Duisburg Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof um 10.26 Uhr über 17 Minuten. Und wie immer gilt PZB, Sie fahren Kurse, meine Freunde. Oder immer nicht, wir werden es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und sage, auf geht's. 122,2 Tonnen bei 4 Zugeinheiten bei 68,3 Metern Zuggesamtlänge. Ist das dann ein Kurzzug, Freunde? Da geht's schon los. Erste Frage, ich weiß es nicht so genau. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Rechts entriegeln, Türen auf. Ist das Kurzzug oder nicht? Hier ist auf jeden Fall unser Arbeitstier für das heutige Video und ist auch wieder klassisch. Du beginnst deinen Dienst, öffnest die Türen und alle, scheinbar alle, steigen sie aus. Hier sitzen noch welche, okay. Aber die spawnen auch so peu à peu hier raus. Na gut, Zug ist leer. Wir haben ihn komplett entleert. Naja, rüsten wir trotzdem mal weiter auf und tun so, als ob nichts gewesen ist. Office. Routeneingabe, Zugverbund und wir machen RB 33 Essen Hauptbahnhof Gelle. Übernehmen und dann hier noch ein bisschen Spitzen-Signallichter als Abblender, oder? Sollte auch passen. Dann klimpern wir uns noch die SIFA und die PZB rein. Oh, nicht immer via Tastenkürzel, Checo. Da schimpft er auch mal wieder. Sollen die so faul sein, sondern die Schalter ordentlich reindrehen. Und ja, ach, wir sind schon über der Zeit. Mensch, Türen schließen, da will einer einsteigen. Steig ein, mein Freund. Oh, da ist wieder einer drin. Na, ein Glück haben wir Verspätung. Sonst wären wir ganz alleine gefahren. Zugansagen sind aktiviert, passt. Und ja, wir driften einfach mal los, gell? So schnell kann es gehen. Gute Fahrt, ihr Lieben. Befreit. Auf nach Essen. Ja. Weiterhin mein Gedankengang. Kurzzug oder nicht? Kurzzug, gell? Das ist Kurzzug. Was steht denn hier drüben überhaupt noch so rum? Ah. Also, wir machen uns mal auf den Weg. Nächste Station. Mülheim an der Ruhr, Stierum. Stierum? Richtung Oberhausen. Bitte in die Linie S3 umsteigen. So, also schön. Funktioniert schon mal mit der Ansagen. Und wir haben nur eine kurze Strecke. Nur wenige Ansagen dabei. Und wir spielen einfach jede zweimal ab. Immer gleich nach Start aus dem alten Bahnhof und kurz vor Ankunft im neuen Bahnhof. Oh, SIFA blinkt nirgendwo. Ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Kein Leuchtmelder, kein Warnmelder. Aber man soll ja auch proaktiv drücken und nicht aufs System warten. Es sollte sich weder optisch noch akustisch melden, sondern man sollte proaktiv seine Lebendigkeit bestätigen, gell? So, ich bin im Plauderleine heute. Das ist halt so, wenn du lange kein Train Sim World spielst, dann staut sich viel an. Weil tatsächlich, ihr wisst es, hier in dem Game kann man natürlich eine ganze Menge runterschwafeln und palavern, weil man dann halt einfach die Zeit so ein bisschen hat. Ja, Mülheim, Ruhr kenne ich natürlich, aber Stierum habe ich noch nie gehört. Entsprechend war ich da auch noch nie. Interessant, sollte ich glatt mal im Nachgang googeln, wenn es denn da sogar auch schon einen Bahnhof gibt. Jo. War die mit sonst noch? Train Sim World? Ja, wir zocken es viel zu wenig, bedingt der Situation, dass aktuell City Skylines 2 mit am Start ist und ich das so ein bisschen auf unserem kleinen Kanal mit integriere, nimmt Transport Fever 2. Und ja, ich habe immer viel zu wenig Zeit. Ich hätte gern so gerne viel mehr Zeit, gell? Damit ich und wir hier zocken könnten. Und so kommt halt aktuell Train Sim World ein bisschen zu kurz, muss ich schon sagen. Aber hoffentlich kommen auch für Train Sim World wieder bessere Zeiten. Und ich bin gar nicht im Bilde, was noch bei Train Sim World eigentlich so geplant ist, was da in der Pipeline ist, was der Forecast ist, was da so ansteht. Neues Rollmaterial, neue Routenstrecken, I don't know. Wenn ihr da eine Info habt, schreibt es da auch gerne mal was in die Kommentare. Macht mich ruhig mal ein bisschen schlauer. Also mein Name ist Hase, ich weiß tatsächlich von nichts. Und habe da auch wieder keine Zeit, mich mal zu erkundigen. Freue mich immer, wenn es dann mal wieder was im Steam Workshop gibt. Auf einmal was Neues, was mich interessiert, was ich cool finde. Und wo ich sage, naja, mit Hängen und Würgen und viel Mürren kaufe ich mir das dann. So, 1,6 Kilometer sind wir gleich ran. Ich habe gar nicht geguckt, nochmal von draußen. Kontrollblick.
Zielanzeiger korrekt, Spitzensignale korrekt. Nächste Station, Mülheim an der Ruhr, Stierum. Richtung Oberhausen, bitte in die Linie S3 umsteigen. So, bekomme ich auch immer Schimpfe von euch, oder immer ist gut, aber durchaus verstärkt in letzter Zeit, dass ich zu stark reinbremse. Stichwort Fahrgastkomfort, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Ich meine, alles von der Bremsstufe 1 bis 10 sei doch erlaubt, ohne dass es da eigentlich Gemecker geben soll. Und vor allem, um den Fahrplan einzuhalten oder wieder einzuholen, musst du ja teilweise wirklich sehr effizient und hochperformant auf den Haltepunkt zubremsen, dass du hier nicht reinrollst wie so ein Dulla, was bei mir regulär und meistens passiert. Von daher so sage ich klar, Bremsstufe 7, 8, 9, 10 sind schon nicht ohne. Guck mal, genau das meine ich denn. Dann hängst du hier rum und rollst so vor dich hin. Was eine Katastrophe. Ja, wie halt man hier? Das ist mal Quatsch, ich kann mir das gar nicht selber mit angucken. Aber das sollte doch einfach alles noch möglich sein, oder? So. Links entriegeln. Haben wir jetzt hier jemanden drin oder nicht? Da. Hallöchen. Na, da staunst du, gell? Ich auch. Immerhin fahren wir nicht alleine. So, Kurzzug oder nicht? Hier frage ich mich das auch gleich wieder. Jetzt mal gucken. Spitzen, Signale und Zielanzeiger. Passen. Alles klar. Wir haben den Moment Aufenthalt. Über eine Minute. Tja. Hier sei ein Zeitraffer erlaubt, oder? Moment bitte. So, Freunde, noch 10 Sekündchen. Da können wir schon mal die Türen schließen. Und uns dann pünktlich wie die Maurer auf die Socken machen. Also, auf geht's. Abfahrt. Grundsätzlich alles grün. Hinsichtlich Zugsicherungssysteme können wir uns gerade das Spotten hier nochmal erlauben von hier hinten. Das passt. So. Nächste Station, Mülheim an der Ruhr, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Check. Jo, Freunde, und ansonsten, was hier wird sonst noch so? Vielleicht das Info für euch. Ich bin derzeit vereinzelt auf TikTok live. Recht spontan und unangemeldet. Und zock dann Trains in World. Und tatsächlich gibt es auf TikTok einen relativ großen Andrang zu Trains in World gegenüber, wenn ich Livestreams mache hier auf YouTube. Warum auch immer das so ist, ich weiß es nicht. Und sollte ich wirklich mal tatsächlich kurz Trains in World zocken können und ich das aber nicht als Video klar machen möchte, dann bin ich da auf TikTok derzeit unterwegs. Solltet ihr einen TikTok-Account haben und Interesse daran haben, wachsam bestätigen, dann kommt gerne mal rüber und lasst ein Abo da auf TikTok, würde mich natürlich freuen. Aber da sei auch wichtig gesagt, keine Panik, der Hauptaccount und der Hauptcontent und der grundsätzliche meiste Content wird weiter, wie gewohnt, hier auf YouTube laufen. Nächste Station, Mülheim an der Ruhr, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, Gas geben brauchen wir nicht mehr. Der Kollege, ja, grüß Gott. Mann. Was ist mit der SIFA los? Beziehungsweise mit mir. Ah, wieder nicht effizient gebremst. Die 425 ist aber sehr performant, muss man schon sagen. Ich denke immer an die 423, die uns regulär im Stich lässt. So, haben wieder eine gute Minute Zeit, bevor es hier weitergeht. Na wunderbar, und die stellen wir wie so ein paar Fahrgäste ein. Das wäre ja auch schade und traurig, wenn da niemand mit uns mitfahren würde wollen. So, dann können wir die Türen schließen. Hier steigt sowieso keiner mehr ein. Die warten wohl schon auf den nächsten Zug. Vorsicht bei der Einfahrt.
Und dann geht es jetzt los. In Richtung Essen. Ich glaube, wir haben dann noch. Ist das jetzt schon die letzte Station, gelle? Speed, was erlaubt? 90. Schick, oder? Ach, gefällt mir. Gefällt mir immer wieder. Grafik und Spiel sind ein Knaller, meiner Meinung nach. Nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Was ist denn jetzt los? Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sag mal, habe ich wieder nicht abgewartet? Shit. Ich habe nicht abgewartet, bis die Türen... Ach. No. Und der Fahrplan wird es nicht erkennen, dass wir jetzt schon losgefahren sind. Also jetzt erstmal Leistung rein hier. Das Eitern war hier rum. Ja, schade. Also der Fahrplan wird wohl nicht bestätigt werden. Aber... Jetzt kann ich ja nicht nochmal abbrechen. Jetzt fahren wir das Ding zu Ende. Wenn ich auch gar kein Gefühl habe, wie weit es jetzt noch ist. Warte mal, lass mal kurz gucken. Essen Hauptbahnhof, 10, 36, 10, 43, Jute, 5,5 Minuten. Naja, wir werden schon mitkriegen. Der erholt sich auch nicht. Dass er mal erkennt, dass wir jetzt schon drüber sind. So, mit der SIFA wird nicht besser bei mir heute, gell? Der Todmann-Schalter eigentlich immer schön proaktiv zu betätigen, ohne eine benötigte Aufforderung via Leuchtzeichen oder akustisches Signal. Aber ich hänge da heute ein bisschen hinterher. So, dann haben wir freie Bahn mit Marzipan. Jetzt bin ich ja ein bisschen traurig bin ich jetzt schon, gell? Ich überlege gerade, ob ich nochmal anfange. Aber nee. Das kann ich nicht machen. Dash kann ich nicht tun. Wir fahren das Ding durch. Hoffentlich steht morgen nichts in der Zeitung. So, und es ist ein bisschen nebelig geworden. Es nebelt ein wenig. Ist ja auch die Jahreszeit entsprechend, gell? Wobei ich den Herbst schon sehr toll finde. Im Real Life. Genauso wie wohl auch denn hier in Game. Schöne Farben, was uns die Flora hier so bietet. Ja, und auf jeden Fall mit dem Zugansagen, das hat gut funktioniert, oder? Ich müsste aber jetzt mal nach dem Video reinhören, ob das vom Lautstärkepegel grundsolide eingepegelt war von mir. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Es sah einfach so aus, wie ich es hier vorhab, anhand der Lautstärkepegeler mir zurechtgemurkst habe, aber hinterher, wenn das Video denn da ist, ist man ja doch mal schlauer. Hoffe ich, dass es auf jeden Fall passt. Und ja, ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall schon mal gefallen. Auch wieder mit Ansagen zu fahren. Habe ich schon mal... Mann, Alter, also mit den SIFA, der Checo, ich schlafe wahrscheinlich heute schon fast hier. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich sage es einfach nochmal. Wenn ihr Interesse daran habt, wie das mit den Zugansagen funktioniert, ob jetzt hier für Train Sim World oder Train Simulator oder von mir aus auch Flight Simulator, schaut unbedingt und sehr gerne mal auf unserem kleinen Kanal vorbei und sucht da nach Tutorial Zugansagen. Da werdet ihr auch fündig, das Video ist noch nicht alt. Da habe ich es probiert mal ausführlich zu erklären. Ist nicht ganz so einfach, ist eine ganz schöne Frickelei. Aber nun ja, da könnt ihr schlauer werden. So, was mir auch gerade so durch den Kopf geht, während ich hier schon wieder rumschnack. Wir bekommen ja nicht mal den Haltepunkt angezeigt. Ich meine, Bahnhof Essen werde ich wohl selbst noch erkennen, oder? Das sollte ich hinkriegen. Oh, wachsam. Boah, wie performant, oder? Das ist ja gar kein Vergleich zu 423. Alter, das Ding bremst du hier von 110 auf 80 runter. Da würde die 423 gerade mal anfangen zu reagieren, so ganz langsam. Und mal nachfragen, was ist los? Soll ich bremsen? Krass, also 4,25? Geht gut. Ich werde immer unsicherer. Ist es 4,25? Ja.
So, und wir schieben nochmal Leistung rein, wobei viel müssen wir eigentlich gar nicht mehr. Lohnt sich fast nicht. Und den Fahrplan haben wir sowieso schon verhunzt und alles eigentlich ist Boogie. Ja, langsam. Wir müssen runter auf 60. Nächste Station, Essen Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und damit sind wir denn wohl auch gleich am Ende, meine Freunde. Ich kann mich nur schon mal fürs Reinschalten bedanken und natürlich meinen altbekannten Text runterrasseln. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gern ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich ebenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare und jo, ich hoffe, ihr seid gesund und ihr bleibt dann auch gesund und ich verabschiede mich schon mal von euch, sag bis zum nächsten Video, danke fürs Reinschalten, macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checo, servus! Oh oh, oh oh! Servus, sag ich noch, gell? Ja, wir haben den Abstand zwischen Zug und... Ich hoffe, es haben nicht allzu viel bis zum Ende geschaut. Schreibt's mal in die Kommentare, Knallkopf. Knallkopf, schreibt's mal rein, wenn ihr das bis zum Ende gesehen habt. Verdammte Axt. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis denn. Ciao, servus.